Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 von Let's Create a World. Wir machen hier bei den Helfen weiter. Falls ihr bei der letzten Folge kommentiert habt, die ist jetzt bei mir gerade erst so 2-3 Stunden draußen und es haben noch nicht wirklich viele Leute was gesagt. Nicht, dass ich sage, ich bin davon ausgegangen, dass ihr mir noch wichtige Dinge sagt, auf die ich jetzt reagieren muss unbedingt. Aber falls ihr das getan habt, dann kann ich darauf erst in der nächsten Folge eingehen, weil ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Ja, wir sind hier wieder bei den Häfen und ich habe beschlossen, hier diese drei Häfen bei der Clara-Insel, dass ich diesen ganzen Bereich die Kwaju-Küste nenne. Denn wir haben ja hier den Kwaju-Ozean, das war ja benannt nach Sailor Kwa, das hatte sie sich ausgesucht. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass ich bei viel mehr Leuten, oder andersrum, dass ich bei vielen anderen Leuten, nach denen ich etwas benannt habe, viel häufiger sagen kann, wir sind jetzt da oder wir sind jetzt hier und das ist in der Nähe von da und da. Und das ist beim Kwaju-Meer bis jetzt nicht so gewesen. Und dann dachte ich mir, ich fände es cool, wenn dieser Bereich nach dem Ozean benannt ist, an dem es liegt. Und deshalb, sind das jetzt die drei Häfen an der Kwaju-Küste. Und wie ich euch in der letzten Folge schon erzählt habe, im Moment haben diese Stege nicht die richtige Höhe für die Hausboote. Und das ändere ich später auch nochmal. Ich glaube aber, das zeige ich euch hier nicht noch, weil das ist ziemlich langweilig. Das ist einfach wirklich nur das Fundament, was auf dem Wasser ist, oder die Stelzen, die auf dem Wasser sind, löschen und dann vom Wasser aus zum Land ziehen und dann gucken, ob man den Teil irgendwie mit dem vorher schon auf dem Land gebauten Teil verbinden kann. Mehr ist es nicht. Und ist jetzt auch nicht gestalterisch irgendwie so interessant. So, wahrscheinlich lasse ich das raus. Aber ja, wir sind hier wieder die kleinen Häuschen am Gestalten, beziehungsweise in der letzten Folge haben wir einen Hafen gestaltet, der kein so kleines Häuschen hatte, aber alle anderen Häfen, die wir jetzt erstellen werden, haben so ein kleines Häuschen und mein Gedanke dabei ist einfach, dass man eben so einen Hafen mieten kann für sein Hausboot, eben auch für längere Zeit und dann eben so ein Häuschen hat, wo man Sachen abstellen kann. Also vielleicht, ich habe hier teilweise Bücherregale und so drin, aber man könnte auch so Sachen reinstellen, wie zum Beispiel ein Fahrrad oder Waschmaschinen oder irgendwie sowas. Oder die Familie könnte, falls es irgendwie mal stürmt oder so und ihnen das nicht geheuer ist auf dem Hausboot, könnten sie hier reingehen. Wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, das sieht auch nicht so sicher aus auf diesen kleinen Stelzen direkt am Meer. Naja, irgendeinen Nutzen finden wir schon dafür. Und ich finde es einfach so süß, wenn man auch vom Stadtbild aus schaut und überall am Meer diese kleinen bunten Hütten, stehen. Und deshalb habe ich das gemacht. Und es wirkt auch einfach so viel farbenfroher, weil die natürlich noch mehr Farbe reinbringen. Und das machen wir jetzt hier. Und ihr seht einfach hier, ich platziere die verschiedensten Objekte hier drin. Wir haben da hier auch noch einen richtig coolen Hafen, der hat einen eigenen Whirlpool. Und dann erstellen wir heute auch noch zwei Häfen am Teddyhafen. Am Teddyweg, das ist auf der Steffi-Insel. Und dann haben wir auch noch Häfen, die gestalten wir aber nicht diese Folge, am Juna-Ufer auf der Viola-Insel und auch noch einen Hafen auf der Laura-Insel. Das weiß ich aber nicht, wann wir den machen, aber ja. Alle Häfen sind auch schon fertig gestaltet. Das finde ich auch ganz schön dafür, dass ich euch ja im Prinzip fast eine leere Welt gebe. Also wir haben ja wirklich vor allem Gemeinschaftsgrundstücke, eben vor allem die Rabbit Holes und eben die Stadthäuser von dem Buddy Boulevard. Aber sonst haben wir noch gar nicht so viele wirkliche Häuser hier. Und da finde ich irgendwie dadurch, dass bei den Häfen auch so kleine Häuser dabei sind, wirkt die Welt schon ein bisschen weniger wie eine tatsächliche Welt und nicht einfach nur wie eine leere Landkarte. Und ja. Und hier kommen jetzt auch ganz viele Pflanzen dazu. Und ich finde auch, der Weg an den Häfen vorbei sieht ja mitten so schön aus, weil man ja in dem Sinn von der Straße oben auf der Clara-Insel nach unten geht zu diesem Strand und auf der anderen Seite wieder hoch und dann hat man auf der einen Seite Palmen und auf der anderen Seite hat man die Häfen, wo wieder Palmen sind und so und ich finde das voll schön. Und das machen wir hier und ich genieße die Welt jetzt im Moment gerade so, wo es draußen so kalt ist, weil ich war heute schon ein paar Mal unterwegs und es war so kalt und windig draußen und mir wird auch drinnen überhaupt nicht warm und dann gucke ich mir das hier an und denke mir so, oh, Blumen, Farbe,
Schön. Und ja, ich finde, das ist gerade draußen so kalt. Ich mag den Winter auch. Der Winter hat auch schöne Seiten, aber irgendwie, ich vermisse so ein bisschen die Wärme und die Sonne und das Bunte irgendwie doch. Und das ist dann hier schön, wenn man es zumindest in seinem Computer drin findet. Ja. Genau. Und das machen wir hier. Ich finde, die Häfen haben halt alle so ein bisschen ein. Ja, mir fällt nicht ein, wie ich das besser sagen soll, als sie haben einen unterschiedlichen Vibe. Aber das kommt mir irgendwie auch so ein bisschen lächerlich vor, das so zu sagen. Jedenfalls hier haben wir natürlich Häfen, die aufs weite Meer hinausschauen. Ja, also dahinter ist nicht mehr wirklich was. Ich finde auch gerade passend, dass das deshalb die Kwaju-Küste ist, weil halt dahinter kommt nur noch Ozean. Da guckt man auf nichts mehr, wenn man da ist. Was natürlich auch interessant sein kann, was natürlich auch hübsch sein kann. Und ich könnte mir vorstellen, hier sind vielleicht Leute, die so ein bisschen abgelegener sind bei ihrem Hausboot oder auch Abenteurer sind, die dann sozusagen eher so wirklich das offene Meer suchen oder dann, wir haben ein Tauchgrundstück in der Nähe, dahin wollen und so. Und die Teddyhäfen wiederum, die sind wirklich direkt an der Innenstadt, muss man sagen. Die sind direkt am Buddy Boulevard oder der Teddyweg führt zum Buddy Boulevard dann und man guckt auf die Clara-Insel, man ist mitten im Geschehen, mitten auf der Map. Beim Juna-Ufer guckt man auf den Haseekontinent, man ist nicht ganz so im Geschehen drin, aber es ist trotzdem ein bisschen mehr an alles angeschlossen als hier und man liegt halt mit dem Boot an, mit Blick auf den Rest der Welt sozusagen. Und der Hafen bei der Laura-Insel, da hat man nur noch so eine ganz kleine Insel, die noch kommt, wo auch nur ein Grundstück drauf ist. Und danach ist auch nur noch weites Meer. Und ich finde es irgendwie interessant, so zu schauen, wo würde denn welche Familie am ehesten anliegen und wo hätten sie denn da, ja, die meiste Freude und so. Und ja, da hatte ich Gedanken drüber. Und ich habe auch gestern in den Sims 3 wieder gebaut. Ich habe eine Familie erstellt. Ich weiß noch nicht, ob ich es diese Woche noch schaffe, euch die zu zeigen. Ich hoffe schon. Aber das mache ich eigentlich nur, wenn ich das Haus noch fertig kriege, dass am Sonntag dann auch das Haus kommen kann. Und das weiß ich einfach nicht, weil Sims 3 ist leider schon ein bisschen, stockt ein bisschen mehr beim Bauen als Sims 4. Wobei bei Sims 4 gerade in der Baby Challenge in letzter Zeit im Spiel selbst viel mehr bei mir rumbuggt als Sims 3. Also, oh, ja. Ganz ehrlich, wenn ein Djinn käme und ich hätte drei Wünsche frei, ich habe das Gefühl, ein Wunsch dafür wäre, ich möchte gerne, dass die Sims-Spiele alle frei sind von Bugs und von Lags. Also, dass sie immer komplett flüssig laufen, egal wie viele Erweiterungen man drin hat oder wie schlecht der PC ist, dass Sims immer flüssig läuft und funktioniert. Ich habe das Gefühl, damit würde ich sehr viele Menschen glücklich machen, mich eingeschlossen. Ja. Aber das mal so am Rande. Genau, hier haben wir dann einfach auch so ein paar einfach Aktivitäten-Sachen drin. Wir haben ein Surfboard, oder es ist kein Surfboard, es ist ja eigentlich so, wo man so Windsurfen mitmachen kann. Das haben wir hier. Eine Staffelei und noch ein paar andere Sachen. Und dann haben wir hier noch ein paar Steine ins Wasser platziert, was ich fand auch das Ganze noch ein bisschen realistischer hat aussehen lassen. Und ja, das sind die Leute, die einfach mal einen Whirlpool noch am Strand haben. Ich bin mir relativ sicher, dass das ziemlich schwierig ist, so nah am Wasser wirklich einen Whirlpool in den Sand zu bauen, weil das ist ja auch. Hat ja auch noch einen ganzen unterirdischen Teil sozusagen im Whirlpool, wo dann die Blasen auch entstehen, die dann im Whirlpool da rumblubbern und so. Aber in den Sims kann man das ja machen. Und ja, hier habe ich noch ein paar Pflanzen nachgerüstet, hier bei dem ersten Hafen, den wir gemacht haben. Könnt mir vorstellen, das wäre vielleicht so der günstige Starterhafen von der Miete her, weil wir halt da kein Häuschen haben, sondern nur wirklich den Steg selber. Und hier ist leider der erste Teil von dem Hafen verloren gegangen, von der Datei her. Aber es ist ja nicht schlimm, ihr habt ja auch schon ein paar Mal gesehen, jetzt wie ich das gemacht habe. Hier sind jetzt die beiden Hafengrundstücke vom Teddyhafen. Und diesen Bürgersteig, den ihr da seht, das ist Teil vom Teddyweg, der nach oben führt in die Nähe von der Unicorn-Promenade und zum Buddy Boulevard. Und dann kommen auch diese ganzen Stadthäuser. Und ich mag gerade auch den Hafen, weil er hier so ein bisschen am Diagonalen liegt und ich finde, das ist einfach auch ein süßes Grundstück. Und es ist halt dadurch, dass wir hier nur zwei Hafengrundstücke haben und die auch nicht so direkt nebeneinander liegen, wirkt es auch nicht wie so ein Reihenhaushafen, sondern so ein bisschen mehr einzeln für sich. Und oh, ich glaube, vielleicht, wenn ich in einem Hafen wohnen würde, würde ich in diesem Hafen anlegen.
Ich weiß es nicht. Es ist halt auch direkt so am Zentrum von allem. Das ist halt auch ziemlich cool. Und tatsächlich bei diesen Häfen, weil der Strand so niedrig ist, der ist ja nur wirklich Millimeter über dem Meeresspiegel. Da wäre auch immer direkt bei jeder Welle, wäre das komplette Ding überflutet eigentlich. Ist der Unterschied zwischen dem Fundament so, und wenn man es richtig macht, wie man es eigentlich machen soll, und das vom Wasser auszieht, glaube ich, weniger als eine Treppenstufe oder nur eine Treppenstufe oder so. Deswegen habe ich die beiden Häfen tatsächlich so gelassen. Ich glaube, das müsste trotzdem so funktionieren, wenn man hier ein Hausboot erstellen möchte. Muss ich noch ausprobieren, aber denke ich eigentlich schon, dass das funktionieren sollte, weil der Höhenunterschied wirklich minimal ist nur hier. Und ja, hier haben wir dann auch ein Teleskop drin. Ich denke mal, das ist da vielleicht einfach nur abgestellt, aber man würde normalerweise wahrscheinlich ein Teleskop, wenn man so viel Platz im Außenbereich hat, eher draußen verwenden und nicht so gerne drin, weil da sieht man einfach mehr, und jetzt, wenn es stürmt und regnet, sieht man ohnehin nicht viel durch ein Teleskop, wisst ihr? Also von daher würde man wahrscheinlich eher dann rausnehmen, aber vielleicht steht es da nur drin, damit es irgendwie geschützt ist vor dem Wetter oder so. Und ja, hier haben wir eine schnucklige kleine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Und ihr seht, ich habe auch hier überall das gleiche Geländer verwendet, aber das dann immer unterschiedlich eingefärbt. Ich finde halt, dann sieht es alles so ein bisschen zusammengehöriger aus. Die Häuschen sind ja auch sehr ähnlich von ihrem Grundaufbau her. Und ich denke, es gibt so einzelne Elemente, die ich gerne über die ganze Welt verteilt immer mal wieder auch verwenden möchte. Jetzt nicht, dass jedes einzelne Haus diesen Zaun beinhalten muss. Es gibt bestimmt auch jede Menge Häuser, die ich hier bauen will werde, die einen anderen Zaun haben. Aber dass das schon sowas ist, was auch mit der Insel assoziiert ist oder typisch für die Insel ist, was immer mal wieder kommt. Und ja, ich weiß, ich habe es letzte Folge schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Es sieht so viel cooler aus, wenn dann auf den leeren Grundstücken am Strand endlich auch mal eigene Pflanzen drauf sind und das so richtig einblendet in die Restbepflanzung von der Insel. Und ach ja, ich mag diese Folge. Hier die Sachen, die sehen schön aus. ja, hier sind wir. Und wir haben auch richtig viele Häfen. Also, als ich die Inseln angefangen habe, war ja wirklich so, ich will da nicht zu viel machen, weil dann wird das so viel Arbeit und dann kriege ich das nicht fertig, bla bla bla. Und jetzt, ich hab noch nicht nachgezählt, wie viele Grundstücke eine normale Sims-Welt hat und wie viele Grundstücke ich hier habe. Das möchte ich gerne mal machen und dann vergleichen, ob ich hier wirklich so viel deutlich weniger Grundstücke habe als eine normale Sims-Welt oder genauso viele oder mehr. Ich weiß es nicht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich tatsächlich sehr viele habe, weil ich teilweise sehr viele Grundstücke nah beieinander habe und dafür kleinere Grundstücke. Und manchmal sind ja die Grundstücke so ein bisschen mehr verteilt in den Sims-Welten. Von daher muss ich mal schauen. Interessiert mich jetzt, möchte ich jetzt mal nachgucken. Und ich weiß nicht, warum es diesen einen Default-Boden gibt, der schon so vorgefärbt ist, der so krass orange ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viele Leute so häufig verwenden. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass man damit auch coole Sachen machen muss, aber das ist ja dann schon etwas, wo man die restliche Einrichtung sehr auch darauf abstimmen muss. Das ist sozusagen kein einfacher Boden, nicht irgendwie pflegeleicht vom Design her. Also ja. Aber ich fand es hier ganz interessant, weil das Blau natürlich so kühl ist von dem Häuschen und wir das Weiß dazu haben und der Boden dann etwas wärmer ist oder ziemlich warm ist sogar von der Farbe. Und ja, dann haben wir das da gemacht, und die Pfosten werden natürlich auch immer eingepfercht, aber halt manchmal wollen sie nicht so richtig und das ist dann blöd. Aber manchmal ist es auch so, man geht dann einfach mal raus und dann geht es auf einmal schon, oder irgendwie man macht das nächste Mal nochmal und dann klappt es doch. Also ja, und hier habe ich dieses eine versunkene Ruderboot platziert, weil ich dachte, das ist ja eigentlich gar nicht so unrealistisch, dass hier jemand mal ein Ruderboot kaputt gegangen ist und das dann einfach runtergegangen ist und es liegt halt jetzt noch da. Kann ja alles sein. Und ja, ein bisschen belichtet sind dann auch alle Häfen. Das ist ja sonst auch gefährlich, wenn man nachts nicht sehen kann, wo man herläuft. Und ja, ich denke halt, auf den Hausbooten bietet sich es halt auch super an, wenn man so Meerjungfrauen und Meermänner erstellt, dass die dort wohnen, weil die auch immer nah am Wasser sein müssen und so. Also halt auch andere Sims, aber halt das halt auch. Das stelle ich mir auch ganz cool vor. Und ja, ich glaube, hier haben wir sogar so eine kleine, keine vollständige Küche, aber so ein Imbissbereich irgendwie auch drin mit einem Stuhl und so weiter. Ich glaube auch, weil Häfen sind ja eigentlich öffentliche Grundstücke. Ich weiß auch gar nicht, ob man nicht mit seinem Sim einfach nur hier hingehen kann auf dieses Grundstück und auch einfach direkt in das Haus reingehen kann, auch wenn man hier nicht wohnt.
weil das ja kein Privatgrundstück ist. Also man kann nicht einfach so aufs Hausboot, glaube ich. Aber hier in den Hafen kann man vielleicht schon. Das weiß ich gar nicht genau. Aber möglicherweise ist das so. Und ihr seht mich hier im Moment auch in der Zeit, wo ich noch nicht so furchtbar viel in Creative Style wieder gemacht habe. Und da war ich natürlich total begeistert bei vielen Sachen. So, oh mein Gott, ich kann eine türkise Tischplatte machen mit irgendwie Holz, was aussieht wie Treibholz. Und das ist dann da die Tischplatte. Und das hat vielleicht irgendjemand von Treibholz, was hier angekommen ist, gezimmert und deshalb steht das hier jetzt direkt am Meer und so. Und ja, da ist so der Enthusiasmus davon noch so komplett unverbraucht gewesen. Und ja, wir haben hier einfach eine Kaffeemaschine. Hier habe ich mir tatsächlich vorgestellt, das ist so, wenn es draußen stürmt und man fühlt sich da nicht sicher und geht dann hier ein bisschen rein. Wobei auch hier das Haus steht über dem Wasser. Es ist zwar ein Haus und kein Schiff, aber es ist über das Wasser gebaut. Also würde ich sagen, wäre wirklich ein schlimmer Sturm, dann würde man besser bei seinen Freunden in der Stadt mal klingeln und fragen, hier, kann ich bei euch auf dem Sofa pennen, bis es draußen wieder sicherer ist. Ich weiß gar nicht, wie das ist bei Leuten, die wirklich in Hausbooten wohnen, ob die dann irgendwie bei ganz schlimmem Unwetter, ob man dann irgendwie das verlassen muss oder so, oder ob das trotzdem sicher ist, oder wie viele Leute überhaupt Vollzeit auf einem Hausboot wohnen, oder das ist irgendwie nicht eher so ferienmäßig haben. Weil ich kenne Leute, die ein Hausboot gemietet haben und dann durch verschiedene Flüsse in Frankreich gefahren sind. Und das war sozusagen so deren Urlaub. Was ich mir auch richtig geil vorstelle eigentlich so, weil ja, man sieht halt voll viel, ne? Und man muss nicht ständig seine Sachen rumschleppen, weil man ist ja auf dem Wasser unterwegs und so. Also ich könnte es mir schon echt schön vorstellen. Und die haben das gemacht. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die ihren Hauptwohnsitz auf so einem Hausboot haben. Und da frage ich mich, wie sowas ist. Und ja, wir sind am Ende angekommen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.